Ich habe meine künstlerischen Versuche mit Fotografien begonnen. Und das Abkonterfeien von irgendwelchen Gegenständen war für mich uninteressant. Und so habe ich mir Mechanismen und optische Systeme ausgedacht, mit denen man so etwas zustande bekam, was man damals abstrakte Fotografie oder gegenstandslose Fotografie genannt hat. Da war ich zwar zunächst einmal sehr erfreut über die Ergebnisse, habe aber bemerkt, dass man mit jedem dieser Systeme nur eine ganz bestimmte Art von Stil erreichen kann und habe mich gesehnt nach einer Apparatur, mit der man eine größere Freiheit der Gestaltung hat. Da habe ich gehört, dass es Rechensysteme gibt, das waren damals sogenannte Analogrechner, und mit diesen kann man dann durch mathematische Formeln vorschreiben, wie die Bilder aussehen sollen. Und sowas ließ ich mir von einem Freund bauen und habe dann mit einem Kathodenstrahl-Oszillographen die Bilder ausgegeben. Die konnten auch bewegt sein, also ein sehr modernes Verfahren, und das war eigentlich mein Einstieg in die Medienkunst. Bei meinen Arbeiten habe ich immer versucht, meine Person in den Hintergrund zu rücken, denn auf das, worauf es ankommt, ist eigentlich das, was man als Resultat verzeichnen kann und was man für sich natürlich macht, aber nicht zuletzt auch für andere. Und so war es für mich ein wenig überraschend, als die Anregung kam, hier in Karlsruhe eine Ausstellung zu machen, bei der mein ganzes Leben, angefangen bei der Jugend bis zu meinen letzten Arbeiten, dokumentiert werden sollte. Ich habe gemerkt, dass das Ganze doch einen Sinn hat, auch für mich, weil ich Zusammenhänge gefunden habe zwischen Aktivitäten aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, bis zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Um das ein bisschen konkreter zu beschreiben, ich habe zum Beispiel als Zehnjähriger einmal ein Zimmer mit einer Schnur ausgespannt, von einem Vorsprung zum anderen, bis ein chaotisches Netz entstanden war, was mir als Kind damals großen Spaß gemacht hat, da durchzugehen. Und es war jetzt die Idee, den Eingangsraum der Ausstellung hier im ZKM in einer ähnlichen Weise zu gestalten. Und zwar vor allem deshalb, weil wir ein Beispiel gefunden haben. Ein Beispiel für mein ganzes Leben in diesem Netzwerk, das labyrinthartig aufgebaut ist. Das heißt, man muss seinen Weg erst suchen. Man kommt nicht immer gleich zum Ziel, manchmal auch gar nicht. Manchmal geht es viel leichter, als man es erhofft hat. Und das, was dann hier zusammengestellt ist aus vielen Jahrzehnten meiner kreativen Tätigkeit, das zeigt, wie sich doch eines auf das andere aufbaut, wie auf der anderen Seite aber auch gewisse Grundsätze immer dabei konstant bleiben. Und zum Beispiel, dass ich mich der Kunst aus einer ungewohnten Sicht heraus nähere. Ich bin Physiker, Naturwissenschaftler, und so ist jedes Kunstwerk für mich auch ein Experiment, das mir gewisse Ergebnisse gibt. Und etwas anderes war, dass ich mich sehr interessiert habe für die Methoden, mit der ein Kunstwerk schließlich präsentiert wird. Und so kann man in dieser Ausstellung auch verschiedenste Ausdrucksmöglichkeiten finden, vom Bildschirm angefangen, auch Plotterzeichnungen aus der ersten Zeit sind dabei, aber das reicht dann bis zur interaktiven Gestaltung von Computerkunst.